Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn. Zweite Folge kann man ja nicht sagen, weil in der ersten Folge gab es ja das Tutorial oder zumindest den ersten Teil davon. Und jetzt heute werden wir nochmal ein neues Spiel starten. Ich hoffe, dass die Lautstärke vom Spiel jetzt besser passt und wir können jetzt mal schauen, was wir hier vielleicht noch einstellen können. Region gibt es nur die eine. Mond. Okay, da scheint es noch nicht viel zu geben. Spielschwierigkeit. Ja, Medium ist, glaube ich. Um mal reinzukommen, das ist das Beste. Seed Volume Schuh. Okay, wenn ihr das nachspielen wollt, ist das, glaube ich, das Beste. Game Rules. Oh, nee, dass alle 10 haben, finde ich blöd. Also, ne, alle Skills auf 10. Und dass alle 0 haben, finde ich genauso blöd. Dann lassen wir das mal so, wie es ist. So, die nächsten Einstellungen. Achso, da können wir jetzt uns hier einstellen. Okay. Ja, ich weiß eh nicht, was wir brauchen. Allerdings finde ich jetzt niemand hier mit Kampf ein bisschen schwierig. Dann nehmen wir mal Naras hier raus. Weiß noch nicht wie. Ehrlich gesagt könnten wir... Ah, mit einem Doppelklick, okay, ja. Manchmal ist es so einfach und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, jetzt jemand, der... Okay, Jack hat einen sehr hohen Kampfskill mit 7. Ich finde aber... Also, wer... Da ist noch jemand... Ach so, okay, das sehe ich jetzt gerade, dass uns rechts an diesem Pfeil angezeigt wird, was wir da bislang jemanden für einen höchsten Skill haben. Dann ist Ken vielleicht ganz gut, weil wir haben mit Physik, also physisch noch keinen dabei und Kampf auch nicht. Okay, dann ist das unser Team, mit dem wir in 4 brechen wir auf und stürzen dann ab. Ja, auch nicht schlecht, ne? Dass man sich vorher aussuchen kann, mit wem man abstürzt. Ist im echten Leben auch nicht unbedingt so. Ja, grafisch bin ich nach wie vor begeistert. Ich weiß nicht, ob das in den YouTube-Videos so rüberkommt oder wie viel Qualität YouTube da vielleicht klaut. Könnt ihr mir ja gerne mal was zu schreiben, wie so euer Eindruck ist. So, wir sind erstmal abgestürzt. Jetzt ist Daniel ziemlich am Boden zerstört. Hey. Ach so, das sind noch die ganzen Trümmerteile, die hier abstürzen. Okay, wir sind ja in so einer... Ich mach mal Pause gerade, ne? Ja. In so einem kleinen Tal. Was gleichzeitig gut und schlecht sein kann, weil ich denke mal über den Hang selbst. Hier kann uns niemand angreifen später. Aber... Wenn jemand ist, der schießen kann, von da oben ist es natürlich auch... Ja, dann nicht so perfekt, ne? Wie man es nimmt. Okay, wir versuchen dann mal das Gelernte aus dem Tutorial umzusetzen. Ich baue mal... uns zuerst was zum Schlafen. Wir sind 4... ja, 4 Personen, die abgestürzt sind. Das heißt, wir brauchen auch 4 Schlafplätze. Sleeping Spot. Dann drehen wir die mal. Ach, Mist. Shift-Taste drücken beim Bauen. Aber das werde ich mir sicherlich noch angewöhnen. So, das ist jetzt mal das Erste, was wir bauen. Mit langsamer Priorität. Gleichzeitig könnten wir dann auch noch Shelter bauen, um die als Lager zu nutzen.
umschauen. Machen wir das mal so. Und so. Und dann können wir da nämlich auch direkt Lager anlegen. Achso, Tipps habe ich noch aktiviert. Das möchte ich auch gerne lassen. Weil mir das, glaube ich, am Anfang durchaus noch ein bisschen helfen kann. So, dann haben wir doch einiges an Lagerplatz angelegt. Immer wichtig, dazwischen einen Platz lassen zum Bauen, zum Laufen, damit die Sachen auch dahin bringen können. Und ja, dann haben wir so die grundlegendsten Sachen gleich erstmal fertig. Daniel hat sich ein bisschen beruhigt. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen was an Holz brauchen. Deswegen können wir die beiden Bäume da schon mal wegnehmen. Gleich gilt hier für die Büsche, da bekommen wir Sticks, also sowas wie Zweige. Dann brauchen wir noch grundlegend ein Campfeuer. Dafür fehlen uns die Ressourcen. Gut, das ist ja in Arbeit. Das können wir auch mal ja, durchsuchen, auseinandernehmen. So, jetzt haben wir die ersten Zweige. Genau, jetzt könnten wir ein Campfire hier bauen. Das machen wir mal in die Nähe von unserem Shelter. Damit die es dort wenigstens ein bisschen wärmer haben zum Schlafen. Sowas kann man natürlich auch nehmen, ne, wenn da Holz rumliegt. So, schauen wir uns mal ein bisschen mehr um. Was haben wir denn hier alles noch? Das sind Pointy Red Plant, die könnten wir untersuchen. Das gleiche mit den Pflanzen hier. Das ist nichts. Was ist das hier? Ist auch nichts. Die hier kenne ich aus einem Teil des Tutorials. Das ist ein Busch. Okay, die Pflanzen, die wir aber im anderen Spiel hatten, also im Tutorial, gibt es hier nicht, diese Pilze. Na gut, dann schauen wir mal, was wir hier so finden. Also ob wir sie observieren wir diese Büsche hier. Und die würde ich observieren. Also untersuchen. Und dann nehmen wir die hier. Dann haben wir alles, was so in der Nähe ist, so ein bisschen da. Und die können das sich anschauen. Orders, da, ne Quatsch, unter Manage, da können wir jetzt genau diese Sachen hier planen. Also erstmal stellen wir die einfachen Prioritäten aus, so dass wir hier dann jetzt Sachen je nach Qualität zuweisen können. Also Healing zum Beispiel ist uns Maki Onda am stärksten. Das sollten wir dann bei ihr auch am niedrigsten ansetzen. Also das ist quasi wie in RimWorld. Ich weiß nicht, ob die Befehle die gleichen sind, aber das ist auf jeden Fall hier ähnlich. So, bauen haben wir jetzt nicht so richtig einen Spezialisten. Das würde ich mal so lassen. Jagen ist das ziemlich eindeutig, dass Ken das machen würde. Das lassen wir mal so. Farming, das auch. Ja, wobei eigentlich können wir das jetzt zumindest dann eins weiter runterstellen. Kochen ist auch nicht so richtig jemand für prädestiniert, ne? Crafting, na, immerhin ein bisschen. Da sieht man, ich habe mir jetzt nicht viel Mühe gegeben mit der Zusammenstellung unserer vier Leute, mit denen wir unterwegs sind. Aber trotzdem sollte das helfen. So, einen Forschungstisch können wir bauen aus Scrap Metal oder aus Holz. Ich nehme mal die Holzvariante und baue den dorthin. Das ist dann in der Nähe vom Material. Ich weiß nicht, ob wir davon mal vielleicht was brauchen, um da irgendwas zu erkunden, aber ja. So, kann auch das Tempo teilweise dann mal ein bisschen höher stellen.
aufgebaut. Perfekt. Da könnten wir auch dann Rezepte eintragen, aber bislang haben wir da nicht so wirklich viel, was wir kochen können. Ja, man sieht schon oder merkt vielleicht, dass das für mich hier auch noch neu ist. Ich muss also auch erst reinkommen. Ein paar Steine hier können wir uns auch mal schnappen. Wer weiß, wofür die gut sind. So, da holt sich jetzt jemand was zu essen. Jetzt mal gerade gucken, was wir hier vielleicht schon so im Lager haben. Oh, wir haben schon eine Laserpistole und einen Helm. Ist natürlich für einen Kampf gut. Das können wir gleich mal. Kennen wir, glaube ich, unser Kampfspezialist. Ne? Da sind die Skills. Ja, genau. Dann können wir jetzt hier im Inventar ihn eine Laserpistole sich holen lassen. Oh, wir haben sogar zwei. Und den Helm doch eigentlich auch. Soll er auch gleich mit aufsetzen. So, was hat der Rest für einen Skill im Kampfen? Daniel gar keinen. Okay, ist Pazifist. Der wird's also so oder so nicht machen. Dann geben wir die zweite Pistole mal an Han, weil Maki ist ja ganz gut im Retten, im Heilen, im Pflegen oder wie auch immer man das alles nennen möchte. So dass wir das definitiv so machen können. Die anderen sollen kämpfen und werden dann von Maki gerettet. Okay, das wird weiter untersucht. Ja, die werden auch gleich sich mal schlafen legen. Apropos schlafen legen. Auch das können wir hier ja noch sortieren und wir sollten denen auch 2 Stunden geben zum Relaxen. Vielleicht machen wir das mal so, dass sich das nicht überschneidet. Und jetzt zum Relaxen müssen wir dann auch noch mal was bauen demnächst, aber da kommen wir überall noch hin. Erstmal müssen wir hier ankommen und ein bisschen was bauen, so die grundlegenden Dinge. Was ist das hier? Interesting Rock. Okay, auch den sollten wir mal untersuchen. Wer weiß, was wir da vielleicht mit machen können. Ja, hier oben sehen wir übrigens die Uhrzeit. Es ist 2 Uhr in der Nacht. Warum legen die sich denn nicht schlafen? Ach so, weil ich im Zeitplan hier anything habe, ne? Weiß nicht, wie viel Schlaf die brauchen. Aber gönnen wir denen das mal als Schlaf und müssen wir einfach mal absehen oder beobachten, wie sich das entwickelt und dann sehen wir ja was dabei rauskommt. Ich glaube, wir haben hier jetzt gerade noch mehr Sachen gefunden. Oder zählte das noch zu den Sachen, die wir schon vorher hatten. Das kann natürlich auch sein. Ja, jetzt wird erstmal gegessen, das was da ist. Ja, jetzt hat er noch mehr Metall gefunden. Ne? First Camp. Okay, wir haben ein Camp aufgebaut, so schnell wie wir konnten unter diesen Umständen. Wir schlafen nicht im Dreck und wir haben ein Dach über dem Kopf. Ja. Und ein Feuer, das uns in der Dunkelheit hilft. Und das Wichtigste, wir haben überlebt. Ja, das stimmt. Es klingt wie ein Erfolg. Wir können uns heute Abend um 19 Uhr am Feuer versammeln, um das zu treffen. Um das zu feiern. Ja, das klingt nach einer guten Idee. So ein bisschen Gruppengemeinschaft verbessern. Gefühl hier zusammenzugehören. Wir schaffen das. Was flattert hier denn die ganze Zeit rum? Okay, das wird jetzt nicht das,
sein, wo ich hier den Schatten von sehe. Das hier, das macht uns den Schatten. Okay. Ja, sieht freundlich aus. Dann zeigen wir mal, dass wir auch freundlich sind. Gut, ist vielleicht an der Zeit, uns eine Möglichkeit zu bauen, wo wir essen können. Nein, machen wir mal hier. Ein paar Stühle dazu. So. Ja, übrigens kann man auch sehen hier jeweils, was die unglücklich macht und was die glücklich macht. Ne? Fühlt sich ein bisschen benommen. Muss sich ausruhen. Hat im Stehen gegessen. Hast du schon mal von Tischen mit Stühlen gehört, ja. Okay, jeden Tag dasselbe zu tun, ja. Wir haben halt noch keine Abwechslung, die wir einbringen können. Oh, muss hier vielleicht mal. Achso, ja, man merkt, es ist neu für mich, aber ich glaube, die Sachen, die passieren, sehen wir hier rechts. Also wir könnten hier jetzt erstmal was einstellen, was wir erforschen wollen. Metalle raffinieren. Okay, schneidern, Waffenschmieden. Grundsätze des Gebäudebaus. Waffen schmieden oder Waffen herstellen, elektrische Netze. Ich mach mal das hier, weil das dauert nur 3 Stunden. Das haben wir dann schnell durch und vielleicht machen wir danach Metalle raffinieren, dass wir da vielleicht zeitnah auch schon mit anfangen können mit solchen Sachen. Danach das. Und dann schauen wir mal. So, wir haben 19 Uhr eine Feier, jetzt haben wir hier Skinbark Discovery. So, ach, das sind diese hier, okay. Dadurch können wir Veggie Leather herstellen. Und daraus wiederum können wir dann Betten herstellen. Okay, dann können wir die hier mal ernten. Cut. So, was haben wir hier? New Research Veggie Armor. Ja, das ist eben in Verbindung mit den Sachen, die wir gerade hatten. Ach, da können wir uns auch Klamotten draus machen. Food Bush. Das sind die blauen hier. Buschfrüchte. Okay. Diese hier. Das heißt, die können wir dann ernten, oder? Stelle ich das mal für 3 Stück ein. Mal gucken, wie viele wir davon essen können, ob wir die roh essen können oder wie auch immer. So, the Smoke Leaf Plant. Das ist wahrscheinlich noch was wir untersucht haben. Daraus können wir uns Tee kochen. Okay. Können wir die auch mal. Ach, der ist noch nicht gewachsen, der ist noch nicht weit genug gewachsen, den können wir noch nicht ernten. Okay. Dann ist. Ja, die können wir auch erstmal untersuchen. Vielleicht können wir da noch was anderes mitmachen, als nur Zweige gewinnen. Die Büsche nehmen wir auch mal. Diese Pflanzen hier, ob ich mir das alles merken kann, dass wir aus dem einen Tee machen, aus dem anderen dies, aus dem nächsten das. Das ist auch noch wieder eine andere Frage, ne? Glaube ich, Holz für die Sachen, ne? Fällen wir hier noch mal 2 Bäume. Ja, ist natürlich jetzt blöd, dass wir nur einen Sitzplatz gerade haben, aber vielleicht schaffen die das hier in Etappen zu essen. Okay.
gebe den hier nochmal jeweils ein bisschen mehr Schlafenszeit, ne? So, jetzt wird geschlafen. Oh. Ach so, er wurde beim Schlaf gestört, weil die da alle durchgelaufen sind, ne? Es regnet, unser Feuer brennt trotzdem, okay. Kann man ja mal so machen. So, wir haben da die ersten Sachen für einen Tee geerntet. Jetzt können wir mal gucken, ob wir... Nö. Scheint nicht zu gehen. Müssen wir das vielleicht erst noch untersuchen? Ach da, Tea Boiling, ja klar. Okay. Und Winemaking. Ach so. Oh, das wird noch viel umfangreicher, als ich dachte. Oh je. Ja, wenn ihr schon direkt zu Beginn ein paar Tipps oder so für mich haben solltet, schreibt mir das gerne. Wisst ihr, für sowas bin ich immer zu haben. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Holz. Jetzt können hoffentlich auch die weiteren Sitzplätze gebaut werden. Okay, Marky hat mit Hen über den Grund des Abstürzes diskutiert. Auch nicht schlecht. So, ich schalte mal einen Schritt wieder runter beim Tempo. Das seht ihr übrigens hier oben, ne? Die Spielgeschwindigkeit. Pause, einfache, doppelte oder dreifache Geschwindigkeit. Hier sehen wir, wie weit wir mit der Forschung gerade sind. Die Temperatur für die Stelle, wo sich unser Cursor gerade bewegt, ne? Also man sieht schon in der Nähe des Feuers, da ist es schön warm. Hier oben sehen wir Ressourcen, die wir haben. Die können wir hier, glaube ich, auch ausblenden lassen. Ja. Unsere Porträts können wir auch wegmachen. Da sehen wir alle. Ach so, da werden dann die Aufträge angezeigt, die gerade machen. Okay. Das hier zeigt uns dann den Inhalt der Räume oder eben das Dach. Und damit wird angezeigt, wie viele Ressourcen eingelagert sind. Okay. So, damit sind wir schon ziemlich durch bald. Dann wäre halt die Frage, gehen wir hier in die nächsten Sachen schon rein? Ja, würde ich schon fast sagen, oder? Aber wir können auch das hier untersuchen. Das sind die gleichen Büsche, die wir schon kennen. Ja, diese hier sind, glaube ich, auch noch neu. Die kenne ich auch noch nicht. Das ist das Gleiche. Okay. Ja, Moment, aber es gibt ja auch hier die Möglichkeit, genau, Harvest, da kann ich einfach so machen. Und alles, was in dem Bereich geerntet werden kann, also Harvest ist Ernten, das wird dann gemacht. Big Boat Love Bosch. Okay, das sind die einfachen Büsche. Gut. Ich hätte ja irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo. Ah, hier glaube ich da, ne? Ja. Die Büsche untersuchen lassen. Können wir auch beide, weil ich hatte jetzt gedacht, der ist noch nicht so weit gewachsen. Da gibt es weniger Zweige, aber es sind jeweils 18. Dann ist das auch ziemlich egal. So, Hahn sitzt rum. Achso, wir haben noch nichts Unterhaltsames. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo das Ganze zu finden war, aber es gibt irgendwo Möglichkeiten der Unterhaltung. Ja, weiß ich gerade nicht mehr. Aber wir können Farms anlegen. Für Büsche vielleicht. Hm.
Ja, machen wir das mal. Vielleicht eher, obwohl hier. Ja doch, wir machen es mal hier. So, gehen wir aus der Pause wieder raus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das vielleicht ein bisschen groß schon angelegt habe, ne? Aber, naja. Schauen wir mal. Was vielleicht auch nicht schlau war, ich habe jetzt die Fruchtbüsche genommen. Daraus können wir, glaube ich, Wein herstellen, wenn ich das noch richtig habe. Etwas zu essen wäre vielleicht besser, aber wir haben noch nichts entdeckt, was wir essen können. Na gut, dann sei das erstmal so. Ich muss noch mal gucken, wo wir ein Grab. Ich hoffe, dass wir das nicht brauchen. Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Punching Pole, das war das. Leder müssen wir dafür haben. Okay, aber Leder können wir, glaube ich, herstellen. Production, dafür brauchen wir eine Workbench. Bauen wir die mal dort auf. Was kann man denn noch hier eigentlich unter Production bauen? Small Drying Rack. Achso, das muss von beiden Seiten erreichbar sein. Ja, dann bauen wir davon mal zwei Stück. Cooksdorf, da können wir Essen kochen. Und es gibt noch einen Shopping-Block, da können wir aus den Stämmen-Sticks machen. Ja, aber den brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Wir haben ja hier durchaus ein paar Quellen für Sticks gehabt. Wenn wir jetzt davon keine weiteren Pflanzen haben, müssen wir vielleicht. Achso, können wir eh nicht. Doch, Smoke Leaf ist das, ne? Ja. Können wir vielleicht mal ein kleines Feld. Smoke Leaf an. Oh. Remove Field. Das ist besser. Das war ein Feld zu weit nach hier gerutscht. Das ist geht natürlich gar nicht. Salvage. Achso, dafür müssen wir erst was untersuchen, okay. Ah, dann ist das andere, dann war das bislang, was wir suchen hier, dass wir es durchsuchen und das andere ist dann zerlegen. Da schon mal ein paar Befehle mehr ein. Naja, es ist gerade mitten in der Nacht, es wird geschlafen. Dann werde ich hier gleich mal in die Workbench schauen, was wir dann auch vielleicht für Aufträge verteilen können. Leder ist eine Sache. Aber wir haben doch schon, wenn man sich das mal anschaut, für den Start ist das schon recht vielversprechend. So, der nächste Tag beginnt, den will ich mal nicht so durchfliegen wie die Nacht. Da wurden jetzt die Blätter geerntet. So, jetzt, man sieht schon, um die Felder zum Beispiel kümmert sich jetzt nicht niemand mehr. Ne? Da müsste man mal schauen. Das ist Plant wahrscheinlich. Das wäre Maki, die hat Healen mit höherer Priorität und auch Harvest. So, dass solange ich hier Erntebefehle immer mal irgendwo drauf gebe, wird die sich dann darum kümmern. Ne? Obwohl, ne, jetzt ist sie schon am Einpflanzen. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Was ist das denn? Oh.
Insekt, ein totes fliegendes Insekt. Ja, das fliegt jetzt aber nicht mehr. Das könnten wir aber mal butchern. Und ich glaube, man kann doch auch Leuten hier direkt Befehle geben, oder? Butcher Flying Insect, genau. Dann macht Han das nämlich jetzt direkt. Nicht, dass das irgendwie schlecht wird oder so. Oh, da ist noch eins. Ob die gegeneinander gekämpft haben oder was ist da passiert? Ja, der transportiert das auch direkt zurück. So, wer ist denn unser... Achso, Maki macht das eh gerade. Okay, ich wollte gerade schauen, wen können wir denn das mal aufs Auge drücken, das zu bauen, aber... Wenn das eh schon gleich erledigt wird, dann machen wir das mal so. Und hier können wir jetzt nämlich Aufträge erstellen. Und zum Beispiel haben wir hier Veggie Leather. Da können wir, das können wir aus Skinbark herstellen. Und das können wir jetzt zum Beispiel 5-mal machen lassen. Oder wir machen das so oft, bis wir zum Beispiel 10 oder 20 davon haben. Ne? Machen wir mal 30 draus, dass wir immer 30 von denen auf Reserve haben. Und der Auftrag ist jetzt hier drin. Die kann man dann auch später noch weiter nach unten oder nach oben schieben. Ja. Und auch hier könnte man jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt mal Maki auswähle, könnte ich jetzt hier sagen, dass die das machen soll, aber die kann das nicht, weil die den Skill dafür nicht hat. Okay. Der kann es auch nicht. Auch nicht. Okay, ich habe... Okay. Daniel könnte das machen. Dann soll er das auch mal machen. Hole ich den natürlich von irgendeiner anderen Aufgabe weg, glaube ich, aber was soll's. So, beschleunigen wir das mal. Oh, da haben wir Kleidung gefunden. Und ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Ich weiß zwar nicht welche, so schnell konnte ich jetzt nicht gucken, aber irgendwas gab's. Entschuldigung, jetzt musste ich leicht aufstoßen. So, für dieses Punching Pole. Cut Hay from Tall Grass. Okay, das scheinen wir noch nirgendwo zu haben. Hohes Gras. Das sind Büsche. Das ist auch alles ganz schön weit weg hier. Erstmal in der Nähe bleiben, was hier so. Ah, das hier wird das wahrscheinlich sein, das Heu. So, das bitte observieren, dass wir das zu Ende bringen. So, ich bin ja auch blöd. Ich habe niemanden ausgewählt gehabt. So. So, wir haben Thunderstorm gerade. Okay. Oh, die Blitze können Schaden verursachen. Da habe ich jetzt überhaupt gar nicht drauf geachtet. Maki hat Physical 2 erreicht. Wir haben hier neue Sachen entdeckt. Silicon Leaf. Das sind diese hier. Okay. Silikon. Und wir können jetzt Silicon Leaf anbauen. Cloth Blossom, das sind die hier, das ist Baumwolle. Würde ich mal denken. Können wir jetzt auch anbauen und wir können, wenn wir es ernten, Stoff herstellen. Wir haben nicht mehr genügend Platz, um Sachen einzulagern. Okay, dann bauen wir nochmal 2 Shelter dazu. Und dann können wir hier Müll.
So, da die Lagerfläche vergrößern. Okay, das ist jetzt untersucht. Dann können wir das hier jetzt ernten. Und das gibt dann, hey, okay, dann können wir die Sachen bauen. Gut, jetzt machen wir aber erstmal Ende für die heutige Folge. Ich will die ja nicht so lang werden lassen wie manche Uni-Folgen. Deswegen, ja, danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ja, lasst mir gerne einen Kommentar da, ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.